Was ist eigentlich ein CRS-Stoffwechselanalyse und was ist Stoffwechsel generell? Genau auf diese beiden Themen möchte ich in diesem Video eingehen, damit du dir ein besseres Bild davon machen kannst, ob das etwas für dich ist und ob die Mehrwert und den Nutzen, den ich dir nachher aufzeigen werde, wirklich für dich interessant sind. Bevor ich ins Thema Stoffwechselmessung eingehe, möchte ich dir gerne aufzeigen, was eigentlich der Stoffwechsel ist und wie wir ihn auf eine positive Art, aber auch auf eine eher negative Art können beeinflussen. Zwei Aspekte sind ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das erste ist, alles, was in unserem Körper passiert, ist Stoffwechsel. Weil der findet in den Zellen statt und weil wir komplett aus Zellen bestehen, ist schlussendlich alles Stoffwechsel. Die Frage ist, wie effizient kann der Körper die Abläufe, das sind biochemische Abläufe, hochkomplex, wie gut kann er das machen? Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt ist, dass quasi jeder Mensch mit der Geburt ein sehr wertvolles Geschenk bekommt. Und das ist die sogenannte Homöostase. Das ist griechisch und bedeutet Gleichgewicht. Und genau das macht der Körper in jedem Moment, in jeder Minute, in jeder Sekunde, er stellt das Gleichgewicht her. Stell dir vor, deine Ernährung ist, aus welchen Gründen auch immer, eher kalziumarm. Aufgrund von deinem Lebensstil hättest du jedoch einen höheren Bedarf als vielleicht jemand anderes. Das kann zum Beispiel Stress sein, das kann viel Sport sein, was auch immer. Jetzt bekommt dein Körper das nicht über die Ernährung. Das heisst, jetzt kommt die Homöostase ins Spiel. Er sagt sich, okay, ich habe genug Kalzium in diesem wundervollen Körper. Und zwar wird er fündig im Depot bei den Knochen. Knochen ist pures Kalzium und dort tut er sich einfach bedienen. Das ist minimal, was dort abgebaut wird. Doch wenn das ständig gemacht wird, dann ist eben irgendwann das Risiko für die sogenannte Osteoporose, das ist, wenn der Knochen brüchig wird, sehr, sehr hoch. Und so sieht so eine CRS-Stoffwechselanalyse in der Praxis aus. Auf dem Beispiel sieht man jetzt, dass die verschiedenen Indikatoren, die man mit den viereckigen Messwerten sieht, wo die sich befinden, dass die relativ weit oben im grünen Bereich sind und genau das ist das Ziel. Je linearer die einzelnen Messwerte von oben nach unten sich verhalten, umso mehr ist der Stoffwechsel in der Balance. Ganz anders verhält sich das bei diesem Beispiel. Man sieht, wie der Stoffwechsel von links nach rechts sich verteilt in den einzelnen Messwerten. Und das ist ein Zeichen, dass der Stoffwechsel nicht in der Balance ist und verschiedene Defizite vorhanden sind. Ob die Person das bereits spürt oder nicht, es sollte so oder so korrigiert werden, weil wenn man das nicht macht, früher oder später irgendwann ist der Körper nicht mehr kann kompensieren. Das ist eben die Homöostase, die da bereits greift. Und weil die Gründe, warum ein Stoffwechsel aus der Balance fallen kann, nicht nur in Anführungszeichen auf die Ernährung zurückzuführen sind, sondern ganz andere Faktoren da noch mitspielen, wie Bewegung, Schlaferholung, die mentale Gesundheit und auch unsere Umwelt, die hat einen riesengroßen Einfluss auf unseren Körper, schaut man im Rahmen von so einer Beratung jetzt zusammen an, was da für Massnahmen möglich sind, um das wieder in eine Harmonie zu bringen. Zum Schluss, was ist so eine Analyse nicht? Das ist ganz, ganz wichtig. Man kann mit der CRS-Stoffwechselanalyse nicht sagen, welche Lebensmittel sind für jemanden gut, welche Lebensmittel weniger. Also man sieht keine Allergien oder so. Da muss man wirklich Bluttests machen. Also für eine Ernährungsberatung, wo es in die Richtung geht, was ist für mich die richtige Ernährung, was braucht mein Körper, ist die Basis immer eine DNA-Analyse. Das ist heutzutage wirklich das Neueste, was es gibt. Aber für das ganze andere Thema mit dem Stoffwechsel, wenn man das natürlich kombiniert, kann das sehr, sehr hilfreich sein. Beispiel, ich will abnehmen, wenn ich weiss, wie ich mich ernähren muss, ist das super. Und wenn ich aber gleichzeitig noch sehe, oh, mein Körper ist komplett übersäuert, dann helfe ich ihm natürlich, wenn ich die Säure abbaue. Zuerst muss ich das natürlich wissen, mit einer Stoffwechselanalyse sieht man das. Und dann kann man gleichzeitig die Ernährung anpassen. So lässt sich zum Beispiel das kombinieren. Wenn du mehr möchtest über das Thema Stoffwechsel und deinen Körper lernen und erfahren, dann melde dich. Ich freue mich, dir in einem persönlichen Gespräch über diesen wirklich faszinierenden Organismus zu erzählen, dir zu dolmetschen, was dein Körper dir gerne möchte sagen und damit du so deine optimale Gesundheit kannst behalten.
oder wiederfinden. Ich freue mich.